Ich höre Kampfmusik. Au. Au. Und Nahkampf geht hoch. Sehr schön. Ich glaube, Nahkampf, wenn er so weitergeht, kriegen wir noch locker auf Geselle hoch. Sind wir gerade auf dem perfekten Weg dahin. Oh, vielleicht hier bei der Mine? Hm. Ist echt schwer. Ist echt schwer. Herauszufinden, wo hier ein das verdammte letzte Oblivion-Tor ist. Seht ihr, es wie bescheuert am Suchen. Ich habe bisher nur ein Main-Quest-Tor gemacht und zwei optionale Tore. Es kann doch nicht sein, dass wir hier kein drittes Tor finden. Hallo? Aber ich werde jetzt auch irgendwie nicht noch was zusätzlich ranhängen. Das muss jetzt auch nicht sein. Och, eine Ratte, süß. Einfach weg. Einfach abhauen, passt schon. Irgendwann gibt sie die Verfolgungsjagd schon auf. Sag ich doch. Sogar ziemlich schnell. Irgendwo hier ist noch ein Tor und ich weiß nicht wo. Es ist zum Verrücktwerden. Es ist zum Verrücktwerden, sag ich euch. Ich sag euch, wie es ist. Es ist zum Haare raufen. Ehrlich. Aber ich glaube, ich werde jetzt, ich mache jetzt erstmal das Main-Quest-Tor von, Korol. Ich werde jetzt die Quest annehmen von der Dame. Ich glaube, das Haus haben wir schon gekauft. Oder müssten wir schon gekauft haben. Ich weiß es nicht. Was macht ihr beide da? Paaren sollt ihr euch nicht. Ich freue mich. Ja, das Haus haben wir. Ich kann Brumas Notlage gut verstehen, aber Korols eigene Verteidigung muss Vorrang haben. Ja, verständlich. Ich kann keine Soldaten erübrigen, solange Korol noch von diesem Oblivion-Tor außerhalb unserer Mauern bedroht wird. Mhm. Schon klar. Schenkt mir gerade kurz was ein, entschuldigt. Ich krieg das schon irgendwie hin mit der Session. Ich krieg das schon irgendwie hin mit dem Schnitt. Hoffe ich. Lebt wohl. Einen wunderschönen guten Tag. Hi. Gut, sie hat uns jetzt beauftragt mit dem Tor und natürlich ist es direkt das vor der Tür. Es war schon klar, dass das direkt das vor der Tür ist. Was ist denn mit denen, mit der Ruine hier eigentlich? Die habe ich so gar nicht beachtet irgendwie, ne? Diesmal bin ich aber glücklicherweise nicht gegen den Aufnahmeknopf gekommen. Ausnahmsweise mal nicht. Ich weiß, Wahnsinn. Ich habe so das Gefühl, dass es irgendwie in der Nähe von Korol ist. Das Tor. Vielleicht nicht unbedingt an der Straße. Aber dass es irgendwo hier auf in Koroller Bodennähe ist. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass hier kein... Das... Weiß ich nicht. Wo soll das letzte Tor sonst sein? Oh, das Milotaurus. Hoffentlich sieht er uns nicht. Nee, aber der Dicke sieht uns. Natürlich sieht er uns. Selber schuld. Das gibt's nicht. Wo ist das letzte Tor? Oder irgendwo in der Nähe von einer Taverne noch. Das kann natürlich auch sein. Schubierkampfmusik. Ich ignoriere es einfach. Wenn es schnell genug ist, wird es mich eh einholen. Und wenn nicht... Oh, hier! Viele Minotauren hier auch einfach rumlaufen, ne? Hm.
Oder gibt es später innerhalb der Kaiserstadt noch was? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube aber auch nicht, dass irgendwie innerhalb der Kaiserstadt noch ein Oblivion-Tor spawnt. Das wäre irgendwie total schwachsinnig. Weiß ich nicht. Aber es wäre auch irgendwie vorstellbar. Ich weiß nicht warum. Aber warum sollten die innerhalb der Kaiserstadt noch eins hinballern? Und schon wieder ein Dicker. Au, au, ja, beruhig dich. Du übertreibst nicht. Sag dir nicht übertreiben. So. Oder gibt es doch mehr Main-Quest-Tore, als ich dachte, und weniger optionale, als ich dachte? Oh, das kann nicht sein. Wenn es 50 sind, dann müssten es auch 50 sein. Es kann nicht sein, dass es dann plötzlich abweicht. Geralgebirge, ja. Oh ne, das ist mit Untoten. Nee. Ich habe keine Ahnung, aber hier geht's noch weiter, ne? Hä? Was? Irgendwas verfolgt mich. Oh nö, nicht schon wieder ein Oger. Und Minotaurus auch noch, ja, supi. Ihr habt mich gerade richtig lieb, ich merke das schon. Ja, natürlich. Also da war kein Tor gerade. Definitiv nicht. Okay, der Oger hat seine Jagd aufgegeben. Das gibt's doch nicht. Wo ist das letzte vermaledeite Tor? Was haben wir denn hier? Wohin führt uns das denn jetzt? Pass auf, zum letzten Oblivion-Tor. Das wär's. Aber ich glaube, ich weiß schon grob, wo mich das hinführt. Ja, habe ich mir gedacht. Aber da ist bestimmt kein Oblivion-Tor. Das kann ich mir irgendwie nur ganz schlecht vorstellen. Aber wir laufen trotzdem einfach mal diesem Weg nach. Ich weiß, ich wollte eigentlich das Tor von Koroll dicht machen. Mir lässt dieses blöde Oblivion-Tor keine Ruhe. Wenn wir Glück haben, geht das Tor von Koroll eh schnell. Nee, das bringt nichts. Nee, es bringt nichts. Okay, wie viel Loot haben wir dabei? 138. Kommen wir mit aus. Hoffe ich zumindest mal. Wenn nicht, dann ist es halt so. Aber ich denke mal, wir kommen damit hin. Kümmern wir uns also um das Main-Quest-Tor von Koroll. Hi. Hi. Das wieder in einer Ruine steht. Irgendwie mögen die das, ihre Tore in Ruinen zu ballern. Ah ja, das ist das Elementstor, alles klar. Sollte recht einfach sein. Ja, ich weiß. Ich weiß, Aurelia. Alles wird gut. So, Eruption. Das kennen wir ja schon, das Programm. Die kriegt ordentlich auf die Nuss. Damit ist der Turm schon mal befreit. Schneller, Aurelia! Schneller, schneller, schneller! Schließe das Tor von Koroll! Haben wir zwar nicht so ganz viele Oblivion-Tore, aber das ist irgendwo auch klar gewesen.
dass wir nicht mehr ganz so viele Tore haben wie vorher. Aber man tragen einen Trank. Da ist noch ein Daedra-Sack. Orkhandschuhe, allgemeine Seelensteine, unreiner Saphir und es waren auch jede Menge Geld dabei. Autsch. Irgendwie sind hier keine Wachen. Warum sind hier keine Wachen? Das kommt mir komisch vor. Hier sind Wachen. Jo, der ist down. Ich finde das gut, dass sie mit etwas schmeißen, was sie selber töten können. Finde ich gut. Erledigt. Oh, das war eine Daedrische. Na, egal. Passt schon. So, ist das die Zitadellentür? Jawohl. Sehr gut. Weiter! Immer weiter! Keine Müdigkeit vortäuschen! Oder vorschützen, je nachdem. Vortäuschen, vorschützen. Ich habe keine Ahnung, wie es genau heißt. Oh, das war gut. Au. Das war nicht so gut. Au. Oh, das ist ja fast down. Okay, er ist da. Und gut geflogen, möchte ich noch hinzufügen. Aber wirklich gut. Sehr professionell. Eieieiei. Musst du aber echt aufpassen, ne? Mit den Fallbeilen, ne? Ich glaube, wir nehmen da wieder die rechte Seite. Die war so schön schwach letztes Mal. Streitkolben des, des Blitzes, okay. Hallo, Freunde. Wie geht's denn so? Und schnell weiter. Wir sind auf dem besten Wege. Ich nehme mal die Seite. Wir sind auf dem besten Wege. Die Tore zu schaffen. Ich müsste nur noch wissen, wo dieses eine verdammte, vermaledeite Oblivion-Tor sich versteckt. Dieses eine Tor. Wenn wir das haben, dann haben wir es. Erledigt. Mensch, das wird ja einfacher, als ich dachte, wa? Hast du keine Leute mehr im Mironis? Die Entscheidungsschlacht kommt erst noch. Muss er wohl Männer zusammensparen, wa? Keine Daedroth. Hier keine Dremora. Merkwürdig. Kommt mir sehr merkwürdig vor. Okay. Holen wir uns den Siegelstein des Tores von Koroll. Das ging ja dann echt flink. Na komm schon, Jungs. Mein Gott. Okay, den hat's erwischt. Der hat auch nur Gifttränke dabei. Stärkerer Stab der Telekinese, okay. Leichte Rüstung. Ring der Feder. Oh, Ring der Feder. Expertengedöns. Kopflosen Zombie beschwören. Haben wir, glaube ich, sogar schon. Gucken wir mal. Ich glaube, den haben wir schon, den Zauber. Ja. Haben wir schon. Ihr geblieben! Feigling! Jo! Und tschüss! Der hat einen Abgang hingelegt. Ach, ich verkaufe die Stäbe alle. Was soll der Scheiß? Was das? Nee. Da meine ich gerade. Das
Das wäre sonst echt zu leicht gewesen. Ah ja. Ja, der Kampf ist gewonnen. Und damit auch der Siegelstein. Den Dedrasack haben wir schon gelootet. Jawohl. Dann nehmen wir uns jetzt den Seelenstein. Den Seelenstein. Den Siegelstein. Nächstes Tor erfolgreich liquidiert. Ich habe das Oblivion-Tor außerhalb von Kurol geschlossen. Ich sollte mit der Gräfin über die sofortige Entsendung von Unterstützung nach Brumar sprechen, da Kurol jetzt nicht mehr direkt bedroht wird. Also die Texte wiederholen sich. Sehr schade. Oh. Hm, war klar. Die Texte wiederholen sich, Freunde. Sehr enttäuschend. Oh. Sehr gut. Das ist wirklich schade, dass sich die Texte wiederholen. Dass sie hier nicht noch ein optionales Tor mit hingeballert haben, ne? Wäre schon cool gewesen. Zur Venom Priorei. Pass auf, gleich per Zufall, zack, drittes optionales Oblivion-Tor, das wär's. Völlig random, per Zufall, zack, da ist es. Brauchst es hier nur noch holen. Aber, nee, sieht nicht so aus. Nee, nee. Hier ist keins. Da hinten ist eins, ja, aber das haben wir schon. Es ist nur noch ein einziges verdammtes Tor. Das kann doch nicht sein, dass wir das letzte Tor in dieser Aufnahmesession nicht mehr finden. Kann doch nicht angehen. Es ist zum verrückt werden, ehrlich. Es ist ein einziges Tor. Gibt's doch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Verrückt. Egal, sagen wir der Gräfin Bescheid. Ihre Stadt ist gesichert. Sie kann jetzt Truppen nach Dings entsenden. Hallo. Nach Brumar. Ich freue mich. Euer Ruf eilt euch voraus, Held von Quatsch. Ihr habt meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, als ihr das Oblivion-Tor geschlossen habt. Jetzt werde ich gern Soldaten entsenden, die euch bei der Verteidigung von Brumar helfen sollen. Wird erledigt. In Ordnung, Sir! Ich weiß was. Lebt wohl. Ich freue mich euch als Vorsitzender. Achso, ich dachte, sie sagt noch, ja, ich werde ihn anfragen wegen Unterstützung. Nö, macht sie nicht. Okay. Dann nicht. Dann waren es nur noch zwei Städte, Freunde, die bedroht sind. Zwei Städte noch. Ich gebe nicht auf. Jedes Mal wieder gucke ich in diese Richtung und hoffe, da ist das Oblivion-Tor. Und nein, es ist trotzdem nicht da. Kann ich euch etwas von meinem Erstklassik... es ist immer wieder ernüchternd. Aber hoffen darf man ja noch. Komm, verkauf den Streikkolben, was soll die Scheiße? Gemäßigte Beinschienen, ja, die bringe ich mit, weil ich glaube, die habe ich noch nicht. Genauso auch den Ring der Feder, ich glaube, den habe ich auch noch nicht. Das kannst du gleich haben, das haben wir, glaube ich, schon. Ja, und gerade eben wollte der Sound sich schön auf lautlos stellen. Ich konnte es aber gerade noch irgendwie retten. Ja, es ist heute eine technisch einwandfreie Aufnahmesession, Freunde, kann ich euch sagen. Also technisch sehr chaotisch heute. Sehr chaotisch. So, Löwenpelz. Wolfsfell. Anscheinend möchte das Spiel nicht, dass es zu Ende geht. Wandelt als. Aber wie heißt es so schön? Jede noch so schöne Reise muss irgendwann ein Ende finden. Jetzt hat sich das Mikro leise gestellt, ey. Ich werd doch nicht mehr. Oh, Mann, ey. Gleich nochmal rausgehen, damit ich das Mikro wieder lauter stellen. Das ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen. Freunde, wir sehen uns gleich wieder. Es tut mir leid. So, Freunde, da bin ich wieder. Ja, ich muss euch jetzt nicht sagen, was passiert ist, oder? Natürlich hat sich mein Mikro mal wieder leiser gestellt. Das passt heute technisch wirklich alles zusammen. Es ist eine Katastrophe, jagt die nächste.
gerade, ehrlich. Also technisch heute echt katastrophal. Ehrlich. Katastrophal, sag ich euch. Es geht mir gerade richtig auf den Keks, das glaubt ihr gar nicht. Ich ganz ehrlich, bin langsam, also so langsam bin ich auch richtig, ich freue mich schon drauf, wenn Oblivion vorbei ist. Langsam, also langsam wirklich. So blöd es klingt, weil Oblivion ist echt ein schönes Spiel, aber wenn das so verbuggt ist, macht das wirklich keinen Spaß mehr. Also langsam, ganz ehrlich, langsam reicht es. Ne, also ich habe wirklich viel Geduld mit dem Spiel, aber irgendwann ist auch mal Schluss. Naja, also ich kenne das ja schon mit den technischen Problemen, aber langsam... Ach, Krankheit auch noch. Ja, supi. Ich hab's gerade gesehen. Hat mir der Wolf schöne Krankheit hinterlassen. Sehr nett. Oh Mann, wo ist bloß das letzte Oblivion-Tor? Wo ist es bloß? Kann doch nicht so schwer sein, so ein so blödes Oblivion-Tor zu finden. So schwer ist es doch nun nicht. Oder vielleicht doch? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass der Sound gerade konstant am Kacken ist, aber diesmal kann das Headset bzw. kann Outer City nichts dafür. Sonst schon, aber in diesem Fall tatsächlich nicht. Ah! Den Schrein nehme ich aber mit. Ich werde, glaube ich, mal sämtliche Gaststätten außerhalb der Städte mal abgucken. Und mal sehen, ob da irgendwie was ist. Hm. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal. Und ich fange oben an. Und zwar genau hier. Vielleicht ist da ja das letzte Oblivion-Tor. Wie geht's? Tag. Baurion. Ja? Okay, der kann mir nicht helfen. Lebt wohl. Vielleicht hier irgendwie in der Nähe ein Oblivion-Tor. Ein kleines zumindest. Klitzekleines. Minimales von mir aus auch. Nö. Da ist kein Tor. Da brauche ich nicht gucken. Außer eben halt in die Richtung. Aber da wollen wir noch nicht hin. Das Tor haben wir dicht gemacht. Genau. Raststätten. Das heißt, ich muss hauptsächlich an der Straße gucken. Hier zum Beispiel Kaiserbrücke, aber ich glaube, da ist auch keins. Schenke zum Schlechten oben, da habe ich schon geguckt. Gucken wir mal hier. Nee. Geht's da hoch? Aber ich glaube, da ist kein... Das hätte ich schon mitgekriegt, wenn da eins wäre. Da ist aber keins. Da ist ein Schrein, ja. Den können wir mitnehmen, den Schrein. Spielzenitar. Gibt's nicht, ey. Das ist ein einziges blödes Tor, ey. Meint ihr, ich finde das? Pass auf, irgendwann total lustlos klicke ich irgendwo hin und dann zack, letztes Oblivion-Tor. Das wär's. Nee. Vielleicht in der Nähe von Festung. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Das hätte ich so mitgekriegt. Alter Headset, das wird ja immer schlimmer mit dir. Da dürfte auch keins mehr sein, aber nur ein einziges, wollte ich gerade sagen. Betrunkenen Drachen würde auch nichts bringen, weil die Tore habe ich alle schon dicht gemacht, reihenweise. Warte mal, vielleicht da weiter hinten? Wobei, kann ich mir nicht vorstellen, dass da weiter hinten noch eins ist. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Es wäre eine lustige Vorstellung, aber irgendwie... Nee, glaube ich nicht. Mm-mm.
Aber glauben heißt ja bekanntlich nicht wissen, ne? Ach, guck mal an, hier ist ein Nirnwurz. Immerhin. Ich glaube, das war's dann auch schon. Vielleicht ein Nirnwurz noch und das war's. Na. Und eine Schlammkrabbe. Da. Klatsch. Ist aber groß hier, ne? Irgendwie. Doch weiter als ich dachte. Oh ja. Doch ein ganzes Stück. Ah, hier ist Grenze. Alles klar. Ich habe schon gedacht, dass hier vielleicht sonst nur eins ist, aber... Weiß nicht. Es ist echt schwer, das herauszufinden. Es sind nur noch zwei Städte, die noch bedroht werden. Skingrad und Anvil. Alle anderen Städte haben wir mittlerweile schon befreit. Von der Oblivion-Bedrohung. Außerhalb Brumar, weil Brumar ist die finale Schlacht quasi. Nö, hier ist kein weiteres Tor in der Nähe. Hier nicht. Dafür aber eine Springgun, die meint uns jetzt angreifen zu müssen. Die meint unbedingt, dass es jetzt zwingend erforderlich ist. Jo, dann ist es auch zwingend erforderlich, sie zu töten. Ganz einfach. Ich wollte gerade sagen, ich versuche jetzt mal gerade die Burgruine da zu meiden. Ich sage jetzt einfach Burgruine. Es ist zwar eine Festungsruine, aber egal. Ich sage jetzt einfach Burgruine. Passt schon. Ja. Also das ist tatsächlich eine der chaotischsten Sessions, technisch, die ich mir hätte vorstellen können. Vielleicht ein Zeichen, dass ich heute nicht hätte aufnehmen sollen, aber ich habe es jetzt einfach getan. Frech, wie ich bin. Und morgen nehme ich wahrscheinlich nochmal Warlock auf. Ich weiß aber nicht, bevor die Ninosh streamt oder ob ich das danach mache. Das weiß ich nicht. Ich denke mal eher danach. Aber das wird ein Schnitt, so eine Katastrophe, Freunde. Das wird gleich so eine Katastrophe. Irgendwas kommt jetzt. Irgendwas kommt da. Glaube ich. Keine Ahnung. Egal, ich laufe einfach. Passt schon. Oh! Irrlicht. Nein. 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 Und tot. Gott sei Dank. Ist ja auch nicht, was da mir entgegenkommt. Keine Ahnung. Sehe ich nicht. Weiß ich nicht. Ist ja auch egal. Jetzt hat die Kampfmusik aufgehört. Mein Gott, das dauert aber auch lange, bis sie aufhört, ne? Woher nehmen die Kreaturen bloß die Motivation, so lange durchzuhalten, sag mal. Ist ja Wahnsinn. Ich bin gerade echt am überlegen, als nächstes sämtliche... Da war ein Irrlicht übrigens. Ich bin jetzt gerade echt am überlegen, ob ich jetzt sämtliche Festungen als nächstes ins Visier nehme einfach. Und einfach von Festung zu Festung springen und die absuche. Oh, ich glaube, das wird Ewigkeiten dauern, bis wir da irgendwas gefunden haben. Übrigens, da ist ein Nirnwurz. Also nachdem wir den einen Kollegen da erledigt haben, ne, mit der Alchemie, seitdem werden wir totgeschmissen damit. Regelrecht. Aber so richtig totgeschmissen. Ja, nee, ich glaube, nee. Ich glaube, da finden wir nichts mehr. Irgendwo hier vielleicht am Rande noch. Was ich vielleicht gekonnt übersehen habe. In meinem jugendlichen Leichtsinn. Aua.
Ja, da hinten ist ein Tor, ich weiß. Da, ja. Aber vielleicht hier hinten irgendwie noch. Zufällig. Gibt's doch nicht. Es kann doch nicht sein, dass ich das letzte Tor nicht finde. Bin doch nicht bescheuert, sag mal. Da ist auch nichts. Boah, das ist schon ein bisschen frustrierend, ne? Irgendwie ist das doch schon so ein bisschen frustrierend. Dass jetzt nirgends irgendwie in der Nähe an der Festung irgendwie ein warte mal. Mir fällt gerade eine bestimmte Festung ein, wo ich vielleicht mal gleich gucken sollte, nämlich die Untoten. Mensch, die gibt's ja auch noch. Da war ja mal was. Ich nehme nur die Pfeile mit. Mittlerweile sind ihre Bögen nichts mehr wert. Hält noch. Ach du Heiliger. Aber extrem lange her, dass sie mal gut waren gegen uns. Die Helden. Schon lange vorbei. Irgendwo hier war doch, glaube ich, ein Turm, den nannte sich Arkweiz Turm. Wenn ich mich nicht irre, oder? Wo ist der? Den würde ich jetzt nämlich gerne besuchen, tatsächlich. Arkweiz Turm. Ich glaube nämlich, dass der Turm eventuell was Schönes für uns hat. Festung Redmann? Nein. Amor. Festung Ironie. Grief wird uns bestimmt nichts bieten können. Aurus. Cedrian. Fasian. Aquitzturm. Das war nämlich dieser albtraumhafte Turm, wo wir die Quest für die Daedrische Fürstin gemacht haben, für Vermina. Aber, nee, sieht nicht so aus. Nee, nee, hier ist kein Turm. Kein Oblivion-Tor. Leider nicht. Ich hätte gedacht, hier wäre eins, aber nö, hier ist keins. Jedenfalls nicht bei der Ruine. Vielleicht bei der, Allheiden-Ruine in der Nähe, aber ne, glaube ich nicht. Die ist zwar ziemlich groß, aber ich glaube, da ist keine. Mm-mm. Ich habe den Wolf gesehen. Ach komm, Wolf. Ich habe wirklich keine Ahnung. Es kann sein, dass es in der Kaiserstadt irgendwie noch ein Tor gibt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine ungerade Zahl gibt an Oblivion-Toren für optional. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Das wäre irgendwie ein bisschen komisch. Da waren wir schon. Da waren wir auch schon. Festung Röbeck. Gehen wir doch mal dahin. Vielleicht ist da ja was. Wenn wir jetzt gegen ein paar Banditen kämpfen, ja, dann ist es halt so. Dann hauen wir die weg und gut ist. Aber nee, hier ist auch kein Tor. Nee. Ich habe keine Ahnung, wo das letzte Tor sich befindet. Wir haben zwei Tore gefunden. Aber ich will nicht aufgeben mit der Suche. Kennt ihr das? Wenn man nicht aufgeben will. Das habe ich gerade, dieses Phänomen. Ich will einfach nicht aufgeben. Ich will nicht wahrhaben, dass das Tor hier nirgends ist. Es muss doch irgendwo sein. Irgendwo, was ich nicht beachtet habe. Irgendwie in der Nähe von der Siedlung oder was. Oder in der Stadt oder wie auch immer. Oder einer Höhle oder sowas, wo ich mir denke, so, ja, komm, passt schon. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas ganz Hinterhältiges. Wo du nicht drauf kommen würdest. Wisst ihr was?
Ich lasse euch nicht lang zappeln. Wir gehen jetzt zum nächsten Schloss. Wir machen jetzt Gengrad.